könnt sowas sagen wie Akkuwoche bei Zweirad Hogendorn oder wie auch immer. Ich weiß es, bin mir noch nicht genau sicher, wie wir das Ganze nennen. Ich habe ein, zwei Sachen festgestellt. Wir haben nämlich verschiedene Produkte vorgestellt und da kamen Kommentare, die mich doch ein klein wenig beunruhigt haben. Dieter noch viel mehr, der fragt mich dann immer, Nils, wie ist das eigentlich? Und dann fängt Dieter an, das Ganze nachzuforschen, nachzulesen, guckt dann, ist das wirklich so, stimmt das, ist das dramatisiert oder nicht? Ich habe ja in einem Video auch gesagt, Akkubrand, ja, das wird immer dramatisiert. Und ja, all diese Themen klären wir im Laufe dieses Videos. Und das Spannende daran ist, nicht ich mache das Video, sondern Dieter, weil Dieter beschäftigt sich damit noch mehr als ich. Und er kann das dann auch so super gut erklären. Ich werde ihm ein paar Fragen stellen, weil wir tauschen jetzt einfach mal, wir machen einen Rollentausch. Oder, Dieter? Ja. Ja, dann komm mal her, komm her. Jetzt gib's auf die 12. So. Und hier ein weiteres Video mit Dieter Faustmann. Ja, mit Nils Hogendorn als Kamerakind. So, die Eltern unter euch wissen, was es bedeutet, Kamerakind. Gab es früher immer bei 1, 2 oder 3. Aber darum geht es heute gar nicht. Ja, so ein bisschen ja schon. Nils hat schon angedeutet, wir hatten das Thema mit der Akkubrandtasche. Das Video blende ich mal kurz hier ein, könnt ihr euch nochmal angucken. Und da kam so ein Kommentar, da habe ich gedacht irgendwie so, Mensch, Ersatzakku, wenn der Akku kaputt ist, warum nicht reparieren? Da habe ich so gedacht, Mensch, ja, warum eigentlich nicht? Kann man doch einfach machen. Akku reparieren ist doch kein Ding. Dann habe ich das ein bisschen rum recherchiert und so. Und mein Gefühl, was ich hatte, was nicht so positiv gewesen ist, ich darf mir das ja erlauben hier als Kameramann bei Zweirad Hogendorn, das war richtig, das negative Gefühl, was ich hatte, weil das ist nicht so ganz ohne. Man kann Akkus reparieren. Das ist aber nicht so im Sinne des Erfinders, es ist auch nicht ganz ungefährlich. Und da gibt es ein paar Sachen, die man beachten sollte. Und was das genau ist, ja, das gucken wir uns jetzt mal an. Du Dieter, aber bevor du jetzt einfach so anfängst, ich weiß das nicht. Die meisten Zuschauer kennen deine Stimme, aber kein Gesicht dazu. Und ich hätte gesagt, dass ich einmal kurz vorstellen muss. Ein paar Mal war ich ja schon im Video zu sehen. Aber okay, Nils hat recht. Normalerweise ist das, Nils hat recht, ist auch schön. Nils hat recht. Normalerweise bin ich ja hinter der Kamera, ne? Hier bei Zweirad Hogendorn. Ja, was gibst du mir zu sagen? Ich bin bei Zweirad Hogendorn jetzt seit fast 30 Monaten, kann man das sagen, so ungefähr. Und ja, ich mache hier so die Videos, schneide die, filme die ab, mache den ganzen Postprozess, Social Media und so ein Kram und mache das schon seit 2007, kann man ja auch mal kurz sagen. Ne? 2006 gab es YouTube, 2007 war ich schon mit dabei und ja, das so zu meinem Thema, das ist jetzt auch nur so etwas, weil es gibt so ein paar Themen hier auf diesem Channel, da haben wir dann immer so nach den Videos, haben wir dann immer so ein bisschen das Problem, dass wir dann irgendwie Diskussionen anfangen, heiße Themen, heiße Diskussionen anfangen, die wir aber dann nicht immer unbedingt dann so, weil es sehr polarisiert, man muss ja immer gucken, dass man auch so ein bisschen neutral bleibt. Aber darum geht es auch gar nicht, ich schweife schon wieder ab. Das ganze Video wird jetzt so ablaufen, dass Nils versucht mir jetzt irgendwie Fragen zu stellen und ich versuche da irgendwie so richtig mächtig gegenzuschießen. Komm, hau raus. Der Aufhänger war tatsächlich so ein Kommentar wie, ja, ich habe einen Akku und ich habe einen Akku reparieren lassen und damit bin ich schon ganz lange unterwegs und da passiert nichts und so weiter. Und ich sehe das völlig anders. Das beleuchten wir jetzt nochmal, das ganze Thema. Was hast du denn gelesen? Also zum Thema Akkus reparieren. Ja, also, ganz viele spannende Dinge. Also erstmal, es ist nicht so einfach, wie man sich das so vorstellt. Wir alle wissen ja, dass so ein Akku ja im Endeffekt aus vielen kleinen Batterien besteht, die ja hier nebeneinander verbaut sind, verschweißt worden sind, in das Gehäuse eingebaut worden sind. Also jetzt mal so ganz einfach gesagt. Und wenn diese Zellen entweder nach einer langen Zeit, nach der Benutzung, nach falscher Handhabung, Tiefenentladung und was es da alles gibt, gibt es Firmen, die also versprechen, dass sie dann diesen Akku praktisch wieder reparieren können. Also ich mache das deswegen so in Anführungszeichen reparieren können. Was passiert da? Da werden halt eben Zellen ausgetauscht. Da fängt schon mal das erste Problem an. Werden alle Zellen ausgetauscht oder wird das getestet und werden nur die rausgenommen, die tatsächlich defekt sind? Wenn das so ist, dass nur die defekten Zellen ausgetauscht werden, sind die auch exakt baugleich mit den Zellen, die da schon drin sind.
Gibt es verschiedene Parameter zu beachten, dass halt eben auch zum Beispiel gewisse, es gibt keine Zertifikate dafür. Gewährleistungsansprüche, die verschwinden halt eben auch mit einer Reparatur eines Akkus. Dann gibt es noch so verschiedene Standards, nach denen diese Batterien halt auch getestet werden. Und ich lehne mich jetzt mal hier als Videograf ganz weit aus dem Fenster. Ich kann mir nicht vorstellen und ich glaube auch nicht, dass das gemacht wird, dass diese ganzen Sicherheitsmechanismen, die man da nicht vorbaut, dass die eingehalten werden. Es gibt, wie gesagt, vom Gesetzgeber, es gibt kein anerkanntes Zertifikat dafür. Das wäre schon mal der erste Punkt, wo ich sagen würde, I'm out, da bin ich raus. Das andere Ding ist, dass man als Verbraucher halt eben nicht nachprüfen kann, ob da jetzt auch tatsächlich 1A-Qualität ausgetauscht worden ist, verbaut worden ist, wie auch immer. Ich habe keine Möglichkeit, das zu prüfen. Das heißt, es kann also sein, dass ich mir tatsächlich jetzt hier einen Batteriesatz einbauen lasse, der vielleicht auch wiederum tiefenentladende einzelne Zellen enthält. Das fällt im ersten Gebrauch erstmal gar nicht auf, aber da kommt auch eine Kettenreaktion in Gang. Nach und nach wird der Akku dann auch wieder nachhaltig beschädigt. Soweit ich weiß, Bosch repariert nichts und du kriegst also praktisch direkt einen neuen Akku, was am meisten Sinn macht, was am sichersten ist. Da sollte man auch schon drüber nachdenken, wenn so ein Hersteller schon so einen Reparaturservice gar nicht erst anbietet. Jetzt werden einige von euch sagen, ja, die wollen ja einen ganzen Akku verkaufen und so. Nee, darum geht es bei dem Spiel überhaupt nicht. Es geht tatsächlich mehr um Sicherheitsaspekte. Man kann natürlich so einen Akku reparieren. Das möchte ich jetzt gar nicht hier außer Frage stellen. Das geht. Die Frage ist halt eben nur für dich als Verbraucher, wie sicher ist das? Was ist mit den Gewährleistungsansprüchen? Wie ist die Prüfbarkeit eigentlich da gegeben? Es gibt, wie gesagt, offiziell Stand jetzt 2023, gibt es keine Zertifikate, es gibt keine Ordnungsinstanz, die dir da irgendwie eine Abnahme macht bei so einem reparierten Akku. Genau, also Bosch repariert die nicht, hast du gerade eben gesagt. Ja. Zum Beispiel, also wenn man mal einen Namen nennt, die sagen direkt nein, so ein Akku muss ausgetauscht werden. Und womit sie auch argumentieren, ist ja auch, wir wissen gar nicht, was ist mit diesem Akku überhaupt passiert. Ist er vielleicht heruntergefallen, hat also starke Stöße abbekommen, ist mit Feuchtigkeit in Berührung gekommen und all diese Themen, das weiß ja so jemand, der so einen Akku öffnet, weiß das ja gar nicht. Und auch wenn ich jetzt sage, so Bosch repariert sie nicht, auch der so einen Akku repariert, der weiß doch gar nicht, was kommt mir überhaupt entgegen, wenn ich diesen Akku öffne. Richtig. Und ein weiterer Punkt ist ja auch, den ich noch nicht gehört habe, jetzt lasse ich meinen Akku reparieren, aber was ist mit dem Ladegerät? Das Ladegerät ist ja auf dem Akku von meinem Hersteller abgestimmt. Genau. So, und jetzt nehme ich auf einmal andere Zellen, baue die da rein, harmonieren die dann überhaupt mit meinem Ladegerät? Kann sein, dass die harmonieren eine Zeit lang, kann aber auch sein, dass dann irgendwie nach 5 Kilometern, 50 Kilometern auch mal macht es Peng und dann war es das und dann geht da nichts mehr. Also, wie ich ganz am Anfang des Videos auch schon gesagt habe, die Sache mit der Gewährleistung, wenn ich eine richtige Gewährleistung habe, also mit allem Pipapo, was dazugehört, mit dem Zertifikat, mit einem Prüfungsprotokoll und so weiter, dann würde ich auch noch sagen, ja, aber ich glaube, also bei so einem Akku, wo ausgetauschte Zellen drin sind, also ich lade meinen Akku ja auch manchmal in der Garage auf, lasse den Akku auf dem Boden liegen, da ist er relativ safe, aber trotzdem, was ist denn, wenn das Ding hochgeht? Und dann steht daneben vielleicht noch ein Kinderfahrrad und plötzlich ist das ganze Ding, das ist mir einfach so unsicher. Auch mit unserer Fahrer Berlin Akkubrandtasche. Der nächste Punkt. Ihr habt gerade rausgehört, ich stehe auf Zertifikate, finde ich ganz toll. Es gibt ein Zertifikat für diese Akkus. Das ist ein sogenanntes UN-Transport-Test-Zertifikat, beziehungsweise eine Testabfolge. Grob gesehen geht es um den Transport von Akkus generell, also in der Luft zu Wasser und zu Lande. Und dazu gehört zum Beispiel eine Höhensimulation. Dann haben wir einen thermischen Test. Dann wird getestet nach Vibration, Schock. Und wir haben noch den externen Kurzschluss, eine Schlagwirkung. Ein Überlasttest wird durchgeführt und eine erzwungene Entladung. Wir alle wissen aus der Praxis heraus, das hat Nietzsche ja auch in dem Video zur Brandtasche erzählt. Also er hat das jetzt schon seit über 10 Jahren, den Zweirad-Hogendorn, das Ladengeschäft. Er ist noch nie ein Kunde gekommen, weil ihm der Akku irgendwie hops gegangen ist, sprich sich in Brand gesetzt hat, explodiert ist und dergleichen. Das hat ja auch seinen Grund. Und wir bei Zweirad-Hogendorn verkauft ja auch keine nachgebauten oder reparierten Akkus, würden wir auch nicht annehmen. Ich glaube das einfach nicht, dass wenn ich jetzt, also dieser Akku, der ja dann nach Ersetzen von defekten Zellen, teilentladenen Zellen und so weiter, wenn der nicht mehr funktioniert, das heißt ja im Endeffekt, wenn der repariert wird und die Zellen ausgetauscht werden, dann muss ja dieser ganze Testzyklus wiederholt werden. Es ist eigentlich impossible für eine Firma, die also jetzt wirklich Akkus repariert,
Ich sage das jetzt einfach mal so. Ihr könnt mich ja dafür steinigen, Kommentare reinschreiben, ist auch gut so. Ihr könnt auch einen Daumen hoch da lassen, gar kein Problem, Kanal abonnieren und so weiter. Und zwar, du hast ja gerade gesagt, so die ganzen Zertifikate, Tests und so weiter. Die Sache ist ja die, wenn das jetzt eine Person macht und sagt, jo, ich bin mir dieser Gefahr bewusst, mir ist das alles egal, ne? Mhm. Dann würde ich sagen so, ja, also wenn du meinst, ich kann ja nicht entscheiden, was du tust. Wenn das jetzt doch passiert, dass es jemand macht, mir ist das egal, was die sagen. Das Schlimme ist ja, das geht ja weiter. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, oh ja, ich habe das gemacht und ich habe diesen Akku dann weiterverkauft und jetzt kommt jemand, der unwissend so einen Akku bei sich im Haus hat. Das finde ich viel schlimmer. Ich kann es niemandem verbieten, aber ich sage auch, dieses Video machen wir, damit auch jeder, der sagt, ich kaufe mir ein gebrauchtes E-Bike, wirklich sowas mal prüft, weil so ein Akku vom namhaften Hersteller, der ist versiegelt und zwar richtig. Und das kann auch kein Reparaturbetrieb nachmachen. Das ist natürlich dann, wenn ich weiß, ich habe den Akku reparieren lassen oder ich habe da Zellen austauschen lassen und so weiter und verkaufe das weiter, ohne das dem Käufer mitzuteilen, ist das natürlich erstmal arschig. Aber der Punkt ist tatsächlich der, wenn ich ein E-Bike gebraucht kaufe, also ich kann jetzt nur von mir reden, dann wäre das für mich definitiv erstmal eine Wertminderung, wenn ich weiß, ah, Moment mal, was ist da für ein Akku? Ah, das ist ja kein Originalakku, da steht da nicht mal Bosch drauf oder so. Oder ich sehe einfach, dass der nicht echt ist. Oder aber der Verkäufer sagt mir das auch. Du, pass mal auf, ich habe den mal neu machen lassen und so weiter. Dann würde ich sagen, gut, ich kaufe das Rad, wir tun einfach mal so, als wenn der Akku gar nicht drin ist. Weil Fakt ist, ich kaufe mir dafür einen Originalakku nach. Aber was ja auch ein Thema ist, dass die Technik vom E-Bike das ja auch nicht unbedingt verarbeiten kann. Man weiß ja gar nicht, wie reagiert mein E-Bike-System überhaupt langfristig auf diesen Akku. Nachbau habe ich noch keinen Hersteller gefunden, wo ich sage, nimm den mal, der ist gut, da passiert nichts und so weiter. Viel wichtigeres Thema ist aber, auch ein Kommentar, Akku reparieren lassen ist nachhaltig. Gibt Firmen, die machen das gut, manchmal besser als neu. Und beim Thema nachhaltig, da bin ich eigentlich immer raus. Aber wenn eine Sache nicht nachhaltig ist, dann ist das eine Akkureparatur. Da würde mich echt mal interessieren, so ein Reparaturbetrieb, Akkureparaturbetrieb, wie entsorgen die eigentlich ihre Akkus oder ihre Zellen? Mhm. Ich meine, da müssen wir auch mal ganz ehrlich sprechen. Generell ist so ein Akku nie nachhaltig. Da ist Lithium drin. Wir wissen alle, wie das gefördert wird. Das ist auch ein großes Thema, was jetzt E-Autos angeht. Da sind die Akkus ja noch größer. Das Lithium muss abgebaut werden. Machen wir uns nichts vor. Nachhaltigkeit, hier ist Plastik drumherum, das ist überhaupt nicht nachhaltig. Und da ich jetzt so schön abgerantet habe in Sachen klimaneutral und Nachhaltigkeit, so nicht klimaneutral, Nachhaltigkeit, hat der Nils gerade in der Zwischenzeit da hinten in Papieren rumgeblättert, habe ich gesehen, du hast was gefunden. Ich sehe das an deinem Grinsen. Ja. Nach 165 Kilometern ist so ein Akku schon klimaneutral. Ja, das ging ja schneller, als ich dachte. Und also, 165 Kilometer... Das ist nicht viel. Jetzt holst du deinen Zollstock. 165 Kilometer. Das ist ein Wochenende Fahrradfahren und dann ist so ein E-Bike-Akku klimaneutral. Jeder sitzt da jetzt und sagt, wieso 165 Kilometer? Das kann doch gar nicht. Das ist doch viel zu wenig. Doch, das geht. Dafür musst du wirklich dann dein Auto abschaffen. Und dann ist das, also wenn es wirklich dein E-Bike eingetauscht wird gegen dein Auto, dann sind es 165 Kilometer. Ich finde es beeindruckend. Klimaneutral. Na? So, dann ist so der Akku praktisch abgeschrieben, wenn man so will, was das betrifft. Das wusste ich jetzt gar nicht, bis wir dieses Video hier gerade gedreht haben, dass das so fix geht. Also 165 Kilometer, wie Nils schon sagte, das ist ein Wochenende Fahrradfahren bei schönem Wetter. Auch bei schlechtem Wetter, ein Wochenende Fahrradfahren, so, ist ganz einfach. Danach ist ja im Prinzip alles Plus, weil wenn ich dann mit dem Auto weiterfahren würde und immer tanken und der Abrieb und die Bremsen und das Gummi von den Reifen und so weiter, erzeugt so ein Pkw 152 Gramm pro Kilometer an CO2. Ich konnte das selbst nicht glauben. Wenn ich mit dem Fahrrad fahre, es gibt da so eine Sport-App, Strava nennt sich die, und ich tracke meine ganzen Fahrten auf Strava. Und da gibt es auch die Möglichkeit, die Option, wie man den Arbeitsweg pendelt mit dem Fahrrad, dass man für die Kilometer einen durchschnittlichen Wert nach irgendeiner amerikanischen Norm angezeigt bekommen, was diese Fahrt mit dem Fahrrad an CO2 eingespart hat. Und ich konnte es nicht glauben, die Strecke, die ich hier fahre, die kürzeste Strecke mit einem Biobike, also noch nicht mal ein E-Bike, das sind 11 Kilometer und das ist eine CO2-Einsparung von fast 2,5 Kilo CO2 auf 11 Kilometern, also 152 Mikrogramm oder Milligramm per Kilometer.
wenn ich mich da jetzt verhauen habe und da ist ein Fachmann, schreibt es in die Kommentare, wie ich es falsch aufgeschnappt habe. So steht es in der App drin. Das ist schon ziemlich beachtlich. Der nächste Punkt, den hat Nils ja schon so halb angesprochen, das ist das sogenannte Batteriemanagement. Hier muss ich jetzt ganz explizit Bosch erwähnen. Und warum ich hier ganz explizit Bosch erwähnen möchte, hat auch noch einen Grund, den erfahrt ihr auch gleich. Das Batteriemanagement, also die Abstimmung von der ganzen Elektronik auf den Akku selber an sich, alles, was am Fahrrad elektrisch betrieben wird und so weiter, das ist das Batteriemanagement. Bosch macht das. Bosch ist auch der einzige Batteriehersteller, jetzt gut aufgepasst, es ist der einzige Batteriehersteller, der eine Garantie auf den Akku gibt. Es macht kein anderer Hersteller. Den Stand, den ich so habe, ist so von Anfang 2023. Habe keine neuen Daten dazu gefunden. Und das möchte ich auch mal sagen, da kann man Bosch auch mal für loben und hervorheben. Und das hat natürlich auch seinen Preis, ist auch ganz klar. Du, mit der Garantie, das musst du mir mal einmal genauer erklären. Die Gewährleistung liegt ja bei 24 Monaten und Bosch gibt über diesen Zeitraum hinaus halt eben noch ein Jahr obendrauf. Jetzt springe ich noch mal ganz kurz in den Part ein, den ich so ganz am Anfang erwähnt hatte. Da habe ich ja so ein bisschen so abgerantet, wie man so schön sagt, so einen kleinen Rand gehabt hier von wegen, kann mir nicht vorstellen, und Werkstätten und so weiter und so weiter. Es gibt natürlich seriöse Firmen, die eine Reparatur eines Akkus anbieten und durchführen und die geben auch eine Garantie, also in ihren eigenen AGBs, die sie dann wahrscheinlich dann irgendwie vorliegen haben. Meine private persönliche Meinung ist allerdings die, ist der Akku kaputt, wird das Ding einfach durch ein Original ausgetauscht. Wenn du natürlich jetzt sagst, nee, will ich nicht, ist mir zu viel Geld und so weiter, dann könnte ich jetzt die Karte spielen und sagen, naja, hast du vielleicht ein Rad für 5, 6, 7, 8.000 Euro und die 200 Euro für den Akku, wo er billiger ist, also das Herzstück von dem Ganzen auch so. Aber wenn du meinst, mach, kannst du machen, ist gut. Gibt ja auch Leute, die fahren mit einem Rad auf dem Heckträger, haben 8.000 Euro Riso Müller oder 5.000 Euro, was weiß ich, und wickeln dann Alufolie um. Also das ist aber meine persönliche Meinung, es hat nichts mit Nils zu tun. Ich sehe das wirklich ein bisschen differenzierter. Kannst du auch machen, aber ich wollte es nur mal erwähnt haben, dass die Möglichkeit natürlich besteht. Ja, ich glaube, der Nils hat eine Frage. Ja, Dieter, du hast so viel erzählt, so was ich nicht machen soll, was ich nicht machen darf. Aber mal ganz anders, welches Risiko verbirgt sich dahinter? Also keine fortlaufenden Seriennummern der einzelnen Zellen, nicht getestet nach den ganzen Prüfkriterien und so weiter. Ja, was kann dir passieren? Was dir passieren kann, ist natürlich auch also einmal A, dass du die Elektronik an deinem Fahrrad schrottest, dass dir das Ding einfach ausgeht, dass dir einfach mittendrin ein Geist aufgeht. Dann hast du aber noch Glück gehabt, weil das ist ja nicht so super schlimm. Es sei denn, du bist gerade 80 Kilometer irgendwo in die Berge gefahren und musst zurück. Was natürlich auch passieren kann, was viel schlimmer ist, ist halt eben auch, ja, dass das Ding einfach sich selber in Brand setzt, dass das Ding explodiert. Es gibt ja auch so Bilder von Akkus oder es gibt auch so kleine Kurzfilmchen, wo die Leute gefilmt haben, dass ihr Smartphone-Akku ping in die Luft geflogen ist, weil die Leute da selber rumgebastelt haben und so weiter. Und das ist schon nicht ohne gewesen. Und wenn ich mir vorstelle, so ein Brummer, und das ist ja noch ein kleiner Akku hier, da würde was Größeres hochgehen. Im schlimmsten Fall der Fälle brennt mir das Rad ab, ich verletze mich selber noch, mein Haus brennt ab, weil das Feuer übergreift. Das kann man ja nicht mit Wasser löschen, das Feuer, beziehungsweise den Brand, der da entsteht. Und das kann zu Katastrophen führen und zu Unfällen führen. Da würde ich gar nicht drüber nachdenken. Batteriemanagement ist da so ein Stichwort. Das muss natürlich alles abgestimmt sein. Bosch hat ein Batteriemanagement. Das ist alles, die ganze Elektronik, die hier drin verbaut ist, da sind ja nicht einfach nur Batterien drin oder irgendwie Knopfzellen. Das ist ja alles aus einem Guss mit dem Smart-System und so weiter und so weiter. Und das muss ja auch mit verschiedenen Scheinwerfern funktionieren. Wenn ich keinen Bock mehr habe auf den Scheinwerfer X, will da was anderes dran machen. Das Erste, was ich ja mache, ist, ich gucke erstmal auf die Wattzahl. Geht das überhaupt? Oder wie man in Österreich so schön sagt, geht sich das denn auch aus? Und da gibt es da verschiedene Sachen zu beachten. Und das ist ja alles das, was mit dazugehört, was ich ja aber halt eben hier lizenziert habe. Und ja, also mein Faustband steht auf Zertifikate. Naja, der steht auf Zertifikate. Ich meine, jedes Zertifikat, ich kann mir ja ein Zertifikat selbst ausdrucken. Das merkt ja nicht mal jemand. Ja, ne? Also, du bist aber hier in der Grauzone, du. Ja, ja, genau. Aber, na, aber das ist ein schönes Beispiel, Nils. Gerade das wäre dann schon wiederum für mich ein Grund zu sagen, selbst wenn da draußen irgendeine Bude ist, die das bastelt und die Zertifikate haben. Genau. Was kann ich noch sagen? Was ich noch sagen kann, ist, wir haben gerade darüber gesprochen, ich habe es kurz erklärt, die Sache mit der Gewährleistung und Bosch plus ein Jahr ist eigentlich unverständlich, weil es gibt ja noch Straßenverkehrsteilnehmer, die noch viel mehr Strom haben und viel größere Akkus fahren und wo also noch mehr Power drin ist und noch viel mehr Gefahrenpotenzial und so weiter. Und das sind die E-Autos. Und die E-Autos, bei denen komischerweise gibt es also halt eben auch eine Gewährleistung bzw. einen Garantiezeitraum von bis zu 8 Jahren. Jetzt fragt man sich natürlich, warum nicht auch beim E-Bike?
Und ich, Dieter Faustmann, wie auch Zweirad Hogendorn und Nils Hogendorn, wie auch die ADAC übrigens, fordern, dass man hier definitiv bei den E-Bikes auch nachbessert und da halt eben auch längere Gewährleistungszeiträume bzw. Garantiezeiträume anbieten muss, einfach nur fürs bessere Gefühl und einfach nur für die Sicherheit, weil es keinen Sinn macht. Mein Haus kann mir zu Hause abfackeln mit einem falschen Akku in der Größe. Es kann mir auch abfackeln mit einem Tesla S-Modell, wenn das irgendwie falsch aufgeladen ist oder die Akkus defekt sind. So, das war es eigentlich von meiner Seite aus. Aber da fällt mir gerade noch ein, Wertgarantie. Ist der Akku ein Verschleißteil, der im Rahmen einer Wertgarantie? Haben wir auch mal ein Video drüber gemacht, haben wir jemanden hier gehabt von Wertgarantie und die Videos werde ich auch in der Infobox unten verlinken, könnt ihr euch mal angucken. War ein sehr interessantes Gespräch, muss ich sagen, was man da alles so machen kann, was da alles versichert ist. Das würde ich dann auf jeden Fall sowieso generell unabhängig vom Akku dann nochmal vielleicht überlegen, beim Neukauf eines Rades abzuschließen. So, das war es von meiner Seite aus. Das war jetzt so das erste lange Video, was ich hier ganz alleine bei Zweirad Hogendorn gemacht habe, beziehungsweise für Zweirad Hogendorn, mit Zweirad Hogendorn, mit Nils Hogendorn an der Kamera, der eigentlich auch nur da rumsteht, genau wie ich das immer mache. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ein bisschen Feedback für mich, auch ganz nett. Vielleicht kann ich auch mal das ein oder andere Video machen. Dann hat Nils ein bisschen mehr Zeit für andere Sachen, kann sich mehr um Business kümmern. Und ja, wenn das Video gefallen hat, könnt ihr ganz gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn du den Kanal schon abonniert hast, dann teilst du das Video, bis du nicht mehr kannst. Also bis dir wirklich das Blut aus den Fingernägeln raus hat. Teilen. Liken auf jeden Fall noch dazu, damit wir auch die Reichweite bekommen, damit wir auch mehr wissen, was wir für Themen aufs Tablett bringen können, was euch so interessiert, was euch so anspricht. Und ja, ich sag mal einfach tschüss, bis zum nächsten Video. Bis dann. Oh ey, da musst du aber, dass du nicht mehr trinken musst, wenn du redest so. Ich meine, ich rede da schon viel, ne? Aber ich habe jetzt so einen trockenen Hals.